inwiefern für Sie auch künstlerische Tätigkeit in Ihrem Beruf bzw. mit der Wissenschaft zusammenhängt oder inwiefern sehen Sie auch die Kunst im Zusammenhang eben mit Ihrem Beruf? Ich hatte Ihnen ja vorhin schon mal angedeutet, ich hatte eigentlich primär immer das Ziel, Künstler zu werden. Mhm. Dann haben mich verschiedene auch wirtschaftliche Überlegungen ein bisschen davon abgebracht, aber ich habe es nie aufgegeben. Ich habe, seitdem ich denken kann, gemalt und gezeichnet. Hatte auch verschiedene Lehrer, war in Schulen und habe dann aber lieber einen medizinischen Beruf ergriffen, weil ich auch den Anspruch hatte, eben auch wirklich was Kreatives so einzusetzen, dass man den Erfolg sieht und auch eine Anerkennung dafür kriegt. Und ich glaube, mit der Gesichtschirurgie habe ich einen Bereich getroffen, der ähnlich wie die plastische Chirurgie auch einen sehr künstlerischen Anspruch hat. Allein in dem Sinn, dass eine Wiederherstellung natürlich ein Gewinn ist für den Patienten und das muss die Funktion zum Teil wiederherstellen oder verbessern, aber natürlich auch die Ästhetik. Das heißt, das ist auch immer dann ein Stück Kunst, was man dann auch irgendwie, oder das ist ja auch ein, wie eine Art Handwerk, eine Kunst, die man da irgendwie dann praktisch erlernt, dann sowas zu reparieren sozusagen irgendwo auch. Das stimmt, das hat einen hohen handwerklichen Anspruch und die Planungsverfahren, wie sie heute benutzt werden mit CTs oder MRs und dreidimensionelle virtuelle Planungen sind ja für mich fast schon Kunstwerke als solche. Und das Praktische hat wirklich was sehr Handwerkliches, was sehr Präzises auch. Und natürlich sind die Vorgaben limitiert. Also der Patient erwartet schon, dass er nach Unfällen zum Beispiel ein normales Gesicht wieder hat. Aber das ist ja gerade der Anspruch. Aber der eigentliche Unterschied zur Kunst, wo es ja manchmal auch gerade dem Zufall überlassen sein soll, was da rauskommt. Künstlerisch muss ich sagen, ist die Entdeckung dieser Lenticular-Technik für mich wegweisend gewesen. Also ich hatte immer schon eine Lichtneurose, sehr früh, und die ist unheilbar und habe immer Lichtkunst sehr geschätzt. Flavin, Opie, Turrell. Und immer hat mir irgendwie ein bisschen was also gefehlt. Es war mir zu entfernt, es war mir zu farbig, es war mir zu wenig vielschichtig, ohne den Künstlerkollegen nachkommen zu wollen. Und ich wollte Texte, ich wollte Bilder, die ich kenne, also die ich selbst gemacht habe. Und ich wollte nicht nur ein Bild, sondern möglichst durch eine Körperverlagerung viele Bilder. Und da hat mir die Lenticular-Technik sehr geholfen. Und Sie sehen an dem Bild, wie groß man die machen kann. Ich habe ein Bild, das ist so groß wie eine Tür. Und das ist eine Ausdrucksweise, das Vielschichtige, das Ambivalente, das vom Standpunkt Abhängige, das Assoziative. Das ist sehr dem Denken und dem Sein nah. Warum sind die Fotos da und nicht, nicht die Malerei? Wir hatten vorhin gesprochen, dass die gemalten Bilder ja nochmal deutlich persönlicher oder intimer auch sind und eigene, sehr eigene Geschichten erzählen. Und vielleicht ist das eine Vorstufe, dann irgendwann auch die gemalten Bilder zu beleuchten. Wobei das ist noch eine bestimmte Technik, wie man zum Beispiel Acrylfarben, die ja eigentlich nur dafür da sind, eine Leinwand abzudecken, auch so anbringen muss, dass sie von der Farbe nicht völlig ausgelöscht werden. Mhm. Existiert schon irgendein Künstler, der so arbeitet mit Malerei und gleichzeitig beleuchtet? Ich habe bei einem Kunststudenten, der in der Galerie in Freiburg, die es aber nicht mehr gibt, der hatte eine LED in das Bild eingebaut, aber nur eine kleine LED, also es war ein abstraktes Bild und es hat mir gut gefallen, aber es als Idee. Aber es war nicht gezielt eingesetzt. Dann werden Sie sehr innovativ, wenn Sie das jetzt sehen. Beleuchtete, gemalte Bilder, ja, genau. Ja. Nein, die Vorbereitungen laufen, so viel darf ich schon sagen. Aber auch hier, wenn Sie wissen, wenn Sie wollen, ist das ja ein Spätwerk. Jetzt, ich habe verschiedene Kunstvereine und ich wollte nicht mit meinen Gehversuchen an die Öffentlichkeit gehen. Sondern ich wollte Sachen präsentieren, deshalb mache ich das jetzt seit 7, 8 Jahren. Die Lichter herstellen mache ich sicher seit 15 Jahren. Aber dass ich auch in Kunstvereine gehe, in Galerien und das ist ein Anspruch, der vielleicht aus der Medizin kommt, so ein Perfektionsanspruch, dass ich mit fortgeschrittenem Material auftreten möchte.